So, ich tue mir jetzt mal kurz ein bisschen tonmäßig mal abschalten, weil ich euch jetzt was vorschneid. Wie ist das heißt da? Wenn ich abschmecke, dann kannst du. Magst du mal da unten irgendwelche Teller aus, da bitte? Hört man mich wieder? Ein Traum. Ja, wunderbar. Ein Traum. Wunderbar. So, mir ausgeschneitzt. So, Teller. Da unten ein bisschen Teller aus. Da. Da, wo Kamera steht. Ah, da, wo Kamera Teller steht. Teller werden geschlossen halten. Da, wo drauf steht, Teller werden wir geschlossen halten. Kann sein, dass ein Teller drin ist. Nur mal so rein von der Theorie her. Halt! Ich hab gesagt, wir müssen noch ein bisschen aufräumen und sauber machen, Schnucki. Wäre es echt nicht zu, oder? So, ich stelle dir mal da her. Jetzt wollte ich schon fast sagen, wir können den Teller noch ein bisschen warm stellen. Ich stelle dir dabei nochmal die Angie vor. Darf ich vorstellen, Chat? Angie Chat. Angie arbeitet jetzt als Zitronenpresse. Und ist ab sofort jetzt beim Rödelmuck daheim. Ja, das finde ich super. Das ist jetzt am Nachkastel, steht die Angie. Und da steht es jetzt dann und. Guck. Jetzt holen wir die Teller hier ab. Drei Stück brauchen wir übrigens. Guck. So, ja, so viel zum Thema Seriosität. Jetzt haben wir drei Stück brauchen wir. Teller werden wir bitte geschlossen halten. Boah, geil, dieser Ventilator. Ventilator. Warum stellt der Ventilator eigentlich nicht am Ofen? Also, der steht da, damit die Kamera überlebt. Ach schön, aber mir ist einer wurscht, oder? Ja, völlig egal. Das ist völlig egal. Nein, ist okay. Haben wir verstanden? Also nehmen wir es so an. Jetzt gehen wir mal ran an die Sache. Gerade gesehen, es gibt auch einen mit Trump. Echt? Eine Zitronenpresse mit Trump gibt es auch. Was? Nicht schlecht. Hm? Oh, ich hab nichts. Wir brauchen nur so viereckige Schüsseln. Also, da bringe ich da. In frisch. Die waren da vorne am Regal, wenn es die haben. Nachdem ich schon bei dir daheim bin, quasi. Für quasi. Im Wirtshaus, oder? Eine große für einen Spinat. Mhm. Und drei kleine, oder warte mal, Zwiebel, Schwammerl und was haben wir noch? Wir haben noch irgendwas. Kartoffeln haben wir noch, brauchen wir auch noch eine große. Also. Und für die zwei. Zweimal groß. Und für die zwei Maiskolben. Vielleicht auch noch mal klein oder groß. Egal. Ja, auch noch ein paar groß. Nehmen wir mal ein paar mit. Ja, ich nehme mal was, so gerade umeinander steht da. Also Chat, jetzt wird es echt spannend. Ich glaube auch. Jetzt gehen wir nämlich wirklich in die heiße Phase. Ja, in die heiße Phase. Wo dieses Wagyu-Teil in die Pfanne wandert. Und damit wir da schon mal ein bisschen Geschmack in die Pfanne reinbringen, werden wir jetzt das, was ich vorher abgeschnitten habe, in die Pfanne reinschmeißen und schon mal anbraten. Gehst du dir dabei ans Telefon oder was? Unbedingt. Ich stehe dir dabei im Weg, dass jetzt eben der Chat mein Ohr schon einmal. Wir haben ja gesagt, wir kochen rückwärts. Ja, genau, stimmt. Da war irgendwas. Ist dann irgendwie torpediert worden davon, dass ich meinen Kühlschrank eingeschalten habe. Also. Nehmen wir mal da davon allein seine Nasen voll. Ja, da ist er her. Ja, okay. Jetzt kommt der Raid auch noch. Ich glaube, ich spinne, oder? Aber wenn wir ein bisschen nachholzen, habe ich gesehen. Und der Raid? Was ist Angie! Da? Was tust du? 118 Leute schickt's mir. Chat, was ist los hier? Ja dann, stell ich mal vor. Hallöli, habt ihr denn jetzt willkommen bei uns im ältesten Wirtshaus der Welt. Mein Name ist Mugradl, ich bin nur zufällig aus dem Wirtshaus der Welt. Das älteste Wirtshaus der Welt, deswegen meine Familie dieses Wirtshaus seit 1658 ohne Unterbrechung betreibt. Dementsprechend stehen wir im Guinness-Buch der Weltrekorde. Ich sage, da haben wir eine Verrückspargase mit seiner Adresse in Chat. Dann wisst ihr, wo sie hin müssen, falls ihr mal zum Essen vorbeikommen wollt. Neben mir steht der Matthias Bär, Ausrufezeichen Gast in den Chat, dann wisst ihr, wer der TikTok-Bürgermeister ist. Der ist nämlich Bürgermeister bei uns im Landkreis Ringsburg in Bärratshausen. Und ein ziemlich dufter Typ, der auf TikTok gut unterwegs ist. Und wir kochen heute miteinander Wagyu Beef, und zwar ein Bürgermeisterstück. Das habe ich ihm vor einem Jahr mal versprochen, dass wir das machen. Das setzen wir heute in die Tat um. Wir haben das eh schon fast fertig, Chat. Deswegen ist es fast ein bisschen schade, dass ihr so spät kommt. Aber schön, dass du da bist, schön, Angie. Danke für deinen Raid, ich hoffe, ihr habt einen coolen Stream gehabt. Und wir sind, wie gesagt, gerade dabei, dass wir dieses Wagyu-Beef, also dieses unglaublich dekadente Stück Fleisch, in die Pfanne werfen.
Bei uns sind übrigens die Regel, dass man jedes Mal, wenn man auf Nachheizen tippt, dann wird bei uns ein Scheitel in diesen Ofen reingeschmissen. Ja, deswegen hast du jetzt auch vier Stück offen, du Aff. Ja, das habe ich jetzt gerade gemerkt, dass wir da ein bisschen in Verzug kommen sind. Jetzt hast du einen Platz. Aber wir haben ja angenehme... Wie viel haben wir gerade? Ja, weil dieses Thermometer, was hier hängt, Schätz, das hat nämlich diese Abzweigdose hier, die hier neben mir liegt, die misst die Temperatur hier am Ofen. Angenehm. Also 54 Grad Celsius ist eine wunderschöne Temperatur, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Kannst du jetzt mal bitte mein Fleisch in Ruhe lassen? Nein, das ist bloß so ein bisschen... Nein, bitte nicht. Lass bitte einfach in Ruhe. Ich lasse in Ruhe. Ja, weil das ist, glaube ich... Wir einigen uns darauf, dass es in Ruhe ist. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Idee. Angie ist übrigens vor kurzem erst hier gestanden und hat mit mir hier zusammen gekocht. So, die Nummer 1. Und dann waren wir dann noch im Dorfbrunnen. Und das hat mich mal wieder sehr inspiriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr wart da wirklich drin? Hat. Ja, wir waren tatsächlich drin und zwar mit Klamotten. Ach, das machen wir heute auch noch. Und ich habe sie reingeworfen und ja, das sagen wir aber im Chat heute nicht. Weil so. Das will nämlich keiner sehen. Wir haben die Nummer 1. So, als zweites kommt für die Statistik ein Berathauser Südhangholz. Also, ja, schon. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir auf Eisbrunn ein bisschen ein Berathauser Südhang bringen. Mhm. Die Nummer 2 verheizt. Jetzt kann nicht bloß ein langsamer Jakob verheizt werden, gell? Der langsame Jakob kommt als nächster. Haben wir eigentlich schon geklärt, warum das Holz ja, langsamer Jakob heißt? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich habe einen Holzlieferanten. Der heißt Jakob. Mhm. Wenn ich zu dem sage, Jakob, ich brauche da Holz. Dann kommt es quasi on demand. Genau, dann kommt es in dem Moment, wo es bestellt ist, quasi in meinem Lager eingerannt. Verstehe. Und ich erinnere da auch bloß gefühlt wöchentlich dran, dass ich das bitte morgen brauche, weil übermorgen geht es aus. Also das ist quasi, das Holz da hinten heißt langsamer Jakob. Der langsame Jakob. Also wir haben jetzt für die Statistik, wir haben jetzt dreimal einen langsamen Jakob geholzt. Mhm. Der übrigens ein saugutes Buchern hat. Das muss man ihm lassen, auch wenn er langsam ist. Aber ein Buchern braucht ein bisschen länger wie ein Fichten. Also es ist, deswegen ist er so langsam, weil sein Holz so lange reifen muss. Der schaut ihm halt zu und sagt, du Holz, Holz, tut mir leid, das dauert jetzt ein bisschen. Bei Angie gab es Burger. Wie Burger? Hast du Burger gemacht? Das klingt gut. Wie ist das letzte Mal mit dem Kuchen ausgegangen? Ein Tri-Tipp gibt es also bei Mucki, genau. Kumpelquelle. Aber der Quali, wir machen ein Tri-Tipp. Vom Wagyu-Rind, ein sogenanntes Bürgermeisterstück oder Pastorenstück, sagt man dazu. Der hier vorne liegt. Weiß nicht, im Bild sieht man es glaube ich gar nicht mehr. Nein, man sieht es gar nicht mehr. Ich habe es nicht bei der Führerschirm dürfen, weil sonst hätte der Muck nämlich gesagt, kannst du mal bitte mein Fleisch in Ruhe lassen. Da ist dieses Stück und wir haben das quasi an der frischen Luft mal vorgegart und hauen es jetzt in die Pfanne, Chat. Boah, geil. Es wird richtig geil. Wir hauen es jetzt in die Pfanne und werden uns das dann ziemlich bald in unsere dekadenten Bäuche hineinorgeln. Dekadente Bäuche beschreibt zumindest ziemlich gut. Haben wir uns jetzt ein bisschen an Spinat, Schwammerl, was haben wir da hinten noch? Was ist das überhaupt hier? Schalotti. Schalotte, Schwammerl, Spinat haben wir gemacht, Kräuterbutter haben wir gemacht, dann haben wir da drin noch Kartoffeln und Maiskolben. Die könnten wir auch mal rausholen. Da wärst du aber auch deine Einhorn-Handschuhe brauchen. Wahrscheinlich, die kümmere ich mich drum. Und dann kannst du die gleich mal umfüllen, bitte. Das ganze Graffel und ich werde mich hier um unseren Tri-Tipp kümmern. Weil das ist wirklich ein sehr, sehr geiles Boah, Fleisch. Geil. Guck, bei so einer also Hitze in der Pfanne, da geht noch nicht was auf der Baustelle. Kann mal schon jemand auf die GoPro umschalten, bitte? Oder ich mach's schnell selber. Bis die das wieder checken. Ja, dabei habe ich das schon gemacht. Was, dass ihr das einfach schon mal in meiner Pfanne schmuggeln habt, sehen, Chat. Macht's gerne ein Foto. Foto mit GoPro jetzt, Chat. Oh, lecker. Und die Fleischbreckerl, die daneben liegen, das ist einfach das abgeschnittene Fett. Und man kann wirklich dieses Fett, das da drin ist, das kann man sich dann noch mit dem Baguette quasi das aufsaugen, weil es so geil ist. So, also ich bin jetzt mal an deinem Ofen, an deinem... Boah, geil. Ich leg dir mal da eine Tücher her, da kannst du es draufstellen. Das klingt nach einem Plan. Ah, ich hab mich schon verbrennt. Ist schon spät, kein Problem. Boah, geil. Jetzt kriegst du mal eben so, da hast du ja eh so eine Schaufel da schon, ja? Da werde ich jetzt mal hier diese. Die nehmen wir jetzt mal mit der Hand, mit den Griffen, die wir mal die Maiskolben hier anrichten. So. Ich merke schon. Was haben wir noch wieder angerichtet, Chat? Was haben wir angerichtet? So, der Mais ist fertig. Katz mag Mais, ich mag's nicht. Der war jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Nein, doch, den haben wir durchgelassen. Ich finde es vor allem wichtig, dass. Übrigens, an die nicht dazugekommen sind, ich dachte ja, dass wir heute das Bürgermeisterstück machen. Und habe gemeint, ich bestelle eine. Gut hat sie, es ist ein Einhorn geworden. Weil der Bürgermeister kann nämlich ein Einhorn vor einer nicht unterscheiden. Aber ist tatsächlich. Weil
Kann nicht jeder, aber... Ja, das ist schon ziemlich stylisch, muss ich schon mal sagen. Gut, ich werde nie wieder geweiht, weil, hey, wisst ihr schon, der Buchermeister damals... Kann nicht einmal... ...weil er mit der Einhorn-Tratze im Chat vom Muck gestanden ist. Das war damals schon ziemlich nice. Den gebe ich mal Stimmen. Okay. Nein, aber... Ich hätte gerne mal eine repräsentative Umfrage. Wenn du mal eine repräsentative Umfrage machst in deinem Wahlkreis, also in deiner Gemeinde, dann frag doch mal, wie viele Leute das tatsächlich Twitch kennen. Und die zweite Frage, wie viele da schon mal Twitch angeschaut haben, einen Benutzer-Account haben und tatsächlich das Ding nutzen. Das Problem, glaube ich, ist tatsächlich, dass es ja nicht unbedingt darum geht, die Leute, die singen. Also wenn jetzt ihr, lieber Chat, ihr seht das ja, ihr denkt euch, ja gut, wieso Twitch, da sind ein paar Deppen unterwegs, die machen irgendeinen Schmarrn. Die Kinder das einsortieren. Es wird tatsächlich, und das ist bei meinem TikTok-Account so, es wird gefährlich, wenn Leute, die eigentlich nicht wissen, was so eine Plattform eigentlich bedeutet, ja, eine Kopie davon kriegen. Okay. Da hat irgendwie einfach so ein Video abfotografiert oder abgefilmt und sagt irgendwie, schau mal, der Buchermeister von Berthershausen oder Taucherbrüllen auf und läuft mit Einhornhandschuhen umeinander. Ja. Also und wenn die Leute das nicht verstehen, ganz normal, genau. Ja, gut, den kann man jetzt eh nicht mehr benutzen, ist egal. Dann kann das mal einfach für unangenehme Rückfragen sorgen. Und das sieht nicht jeder so sportlich wie jetzt unser schöner Chat da. Das muss man tatsächlich sagen. Aber gut, wir sind auch unter uns. Ja, eben, total. Also, es ist überhaupt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, was wir hier machen, Chat. Tatsächlich, ja. Das ist nur für euch? Ja, soll ich es wegtragen? Ja, eben. Ja, du hast einfach. Sieh mal da aussehen. 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 Mit Aussehen. So geiles Fleisch, ohne Scheiß, ich kann's ja gar nicht sagen. Das ist geil. Das ist schon ein ziemlich nicer Scheiß, also ohne Schmarrn, was wir da gerade machen. Ich kann spüren, dass das ohne Einhorn die besten Zeiten überstanden hat, aber ist egal. Das ist auch direkt aus allen Barber. Ja, ich hab diesen Bürgermeister auch bei Wisch bestellt, das tut mir ja echt leid. Oh mein Gott, schaut das gut aus, was du da treibst. Vielleicht auch gleich um wieder bitte. Ist der warm wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich ist der warm. Jetzt hole ich mal schnell ein Bredel, wo wir dieses Ding aufschneiden können, dieses Fleisch. Damit ihr mal seht, was das für ein geiler Scheiß ist. Das ist ein Spano. Eine Überraschung! Es ist ein Topf. Im nächsten Leben werde ich nicht kochen. Notiz an mich. Im nächsten Leben wirst du nicht kochen. Bist du in deinem jetzigen Leben Koch, gell? Notiz an mich. Protokoll, nicht, gell? Nicht Koch werden. Wobei es eigentlich ein schöner Beruf ist, glaube ich. Ja, natürlich doch. Ist es ein schöner doch, Beruf. Doch, das ist schon. Weil das ist das Schöne dran. Du siehst am Ende vom Dach was. Du siehst, dass die Leute, die haben es geschmeckt. Und die als Buchmeister, soll ich da helfen? Nein, ist ja, da, das müssen wir jetzt aufheben. Da, ja, ich heb's auch wieder da ein bisschen. Auf die kühle Seite hier, wo es bloß 60 Grad hat. Ganz weg. Du kannst es ja da einfüllen. Wobei, das ist vielleicht keine gute Idee, weil das ist auch Plastik. Ich tue es einfach mal da ganz hinter, weil der wird ja doch nicht zu warm sein, oder? Was ist denn so? Wir müssen es auf jeden Fall hier noch umfüllen. Jo! So, Chat. Jetzt haben wir hier dieses wunderbare Stück Fleisch. Und da sieht man jetzt das, was ich vorher mit der Fleischfaser gesagt habe. Nochmal recht schön. Ich halte euch das jetzt mal nochmal in die andere Kamera. Damit ihr das mal genau seht, was ich meine. Also, schau her. Fleischfaser, so, 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 das siehst du. Mhm. Und da läuft es so, so und so. Das heißt, wir müssen jetzt da einen Schnitt setzen. Und dann das Fleisch quasi so schneiden. Und das da so schneiden. Okay, du machst erst zwei Trimmer und dann, okay. Ja. Also, dann tue ich das jetzt mal ganz kurz. Nein, das tue ich nicht. Doch tue ich. Das mit Bredel? Ah, ist das schon angenehm kühl jetzt geworden. Wir haben ja doch bloß nur 55 Grad. Alter, jetzt schaut's mal her. Oh, geil. Das ist dieses geile Wagyu-Teil. Und ich werde jetzt mal meinen ersten Schnitt machen. Ich brauche jetzt mal einen Trommelwirbel im Chat. Ich brauche jetzt mal einen Trommelwirbel im Chat. Auf geht's, ein bisschen Badumts, weißt du schon. So, unser E-Mails, alles was ihr habt, weil wir jetzt dieses geile Wagyu-Stück, das über 100 Euro im Einkauf gekostet hat, anschneiden. Und hoffen, dass der Bagar gerade einigermaßen... Nein. Wir haben es einfach bloß zwei Stunden bei Zimmertemperatur am Tisch liegen lassen. Was soll da schon schief gehen? Genau, was genau soll da schon schief gehen? Ich bin mir sicher, dass jeder Sternekoch das genau so zubereitet. Unbedingt, das ist genau das Richtige. Du, das macht man richtig, das legt man einfach hin und dann schaut man sich so. Lass mal warten. Und schau einfach drauf, dass der Chat die richtige Anzahl von Nachheizen, das wir übrigens schon wieder offert haben. Ach du Scheiße, ja. Die richtige Anzahl von Nachheizen offert und dann sagt man, ein Traum, genau so hätte es sich gehört. Ja, genau. Wieder mal nachholzen, der dabei. Okay, also. Wir sind jetzt wieder in der Phase, wo wir nichts mehr reinbringen, aber ist egal. Das macht ja nichts, wenn wir es jetzt auch nicht mehr brauchen. Schon, wenn der Chat sagt, wir nachheizen, dann wird nachgeholzt.
Nein, wir brauchen das jetzt nicht mehr, Chat. Das ist jetzt vorbei. Achso, für den Chat, ja genau. Aber das, was er bestellt hat, das darf man noch einliefern. Uah, ist das warm. Jetzt bin ich gespannt. Das schaut von der Weiden schon gut aus. Alter, das ist ein Traum. Aus der Wein. Also ich wollte es ja medium rare haben, nur mal so als Randinformation. Schaut geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon sehen könnt, Chat. Ich tue es mal in die andere Kamera halten. Alter. Es wird ein Fleischorgasmus vom anderen Stern, Chat, mhm. Sag's euch. Ja? Geil. Schön, medium rare, Wagyu-Steak. Mhm. Bloß, dass ihr mal wisst, was also da los ist. Also kommen wir jetzt doch wieder, da kann man das Ganze nachholzen. Komm, ich kauf nicht mehr. Für so ein Fleischerl. Also wenn das nicht einmal geil ist. Und weil wir natürlich jetzt euch nicht mehr allzu lange dabei haben können, weil wir müssen jetzt aufräumen und wir müssen jetzt dann essen gehen und so. Ja, so ein Pech. Da wir jetzt dann noch schnell was probieren und die Teller vor allem mal da runterstellen, weil die haben jetzt natürlich sau heiß. Die hätte ich längst runter müssen. Wir sollten das ausgehen, wenn es jetzt 1000 Grad hat. Also das Fleisch wird jetzt auf diesen Tellern durch. Es tut mir leid, aber... Gut. Vielleicht magst du einfach die Teller schon mal ausstellen. Das kriegen wir hin. Nimm sie mal mit Dirkel und stell schon mal aus. Depp. Dann können sie im Biergarten schon mal temperieren, weißt du schon? Und dann kommst du wieder, dann probieren wir es schnell und dann verabschieden wir uns noch. Stevie, hi, habe Derry. Da würde ich auch nicht dahin sagen, das denke ich mir schon. Also Chat, wenn ihr jetzt mal sagt, hey, das ist ein ziemlich geiles Fleisch, ich stell's ziemlich jetzt mal coole da, Beilagen, und ihr hättet da jetzt voll Bock drauf, das auch zu probieren, dann macht es mal bitte eins in den Chat. Das möchte ich schon noch sehen. Also das möchte ich schon noch sehen, wenn ihr sagt, hey, so ein Wagyu Beef, das würde ich gerne probieren. Eins in den Chat, das will ich sehen. Gedankenspiegel, Kaffeetante, Martin, hast du jetzt schon einen Biergarten rausgestellt? Nein, ich habe es jetzt mal da hingestellt. Also. Ich bin ja eine Stunde unterwegs, du hast da so ein graues Wirtshaus. Aber ich möchte den Moment der Wahrheit sehen. Oh mein Gott. Warmuck, das ist stark. Natürlich ist das stark. Also, schaut da mal um, schnell. Achso, das haben wir ja auch noch. Also, cheerio. Das ist der Schmecker, Schnucki. Mir fällt gerade noch was selber, was wir vergessen haben. Ein Salt Bee. Ich hab nur so ein bisschen Rauchsalz da. Ganz wichtig so. Ja. Boah. Boah. Schon geiler Scheiß, oder? Chat, wir lassen es jetzt nicht durchwerden. Wir richten es schnell um. Und dann euch gleich verabschieden. Ich schalte so schnell, wo wir hingehen halt. Boah, geil. Alter. Ah, oh, herrlich. Es wäre klasse. Ihr schreibt mir bitte schon mal Hashtag WirtshausRaid in Chat, damit die Leute wissen, wo wir her sind, wer wir sind. Und ich suche mal dabei einen Raid-Partner aus. Also, ich sage an der Stelle schon mal Servus. Hat mir unglaublich Spaß gemacht mit euch, lieber Chat. Ein Haufen Leute dabei, die sich unseren Schmarrn angeschaut haben, angehört haben. Das tut mir jetzt echt leid, dass ihr nicht ansatzweise das schmecken könnt, was wir jetzt da gerade essen dürfen. Das ist saustark. Mir hat es damals Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir sie dann nur wieder, wenn es für euch in Ordnung ist. Aber ja, unbedingt, unbedingt. Würde ich mal sagen. Es ist einfach geil mit dir. Ah, oh, das und freut mich. Geil mit euch, lieber Chat. Und schauen wir, ob wir einen Raid finden. Ja, ich habe schon was gefunden. Muss man richtig tippen. Ich bin schon so Banane im Kopf. Raid. R-A-I-D. Gaming Dirndl. Und starten. Hat die Sieg-Card. Sieht man das jetzt irgendwo? Ich glaube, der Raid ist gestartet, oder? Weißt du mir das? Ja, der Raid ist gestartet. Also Chat, es war super schön mit euch. Hat mich total gefreut. Wir hören uns später im Discord. Falls noch irgendjemand Bock hat, gerne nochmal unseren Discord-Link posten. Und Hashtag WirtshausRaid hat Skybird schon geschrieben. Vielen lieben Dank dafür. Wer mag, kommt gerne noch in Discord, Ausrufezeichen DC. Und dann sehen wir uns später noch, oder hören wir uns später noch besser gesagt. Wir werden jetzt erstmal essen und in aller Ruhe noch ein Bierchen trinken und dann vielleicht später. Pfiat's euch, Servus!